Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir mit der Lesung aus Deuteronomium 6 diesen Zyklus aus dem Pentateuch abschließen, dann ist das nicht nur eine sehr schöne Stelle, die wir im sechsten Kapitel des Deuteronomium hören. Die Tradition, vor allen Dingen die Väter, haben diese Worte sehr geliebt. Und das nicht nur, weil sie wissen, dass Jesus sie zitiert oder Jesus sie bestätigt in der Antwort des Pharisäers nach dem wichtigsten und entscheidenden Gebot. Sie gehen nicht mit den Worten der Schrift und den Worten Jesu museal um, so wie wir das manchmal tun, wenn wir inzwischen sehen, dass überall in Altarräumen, überall zumindest schon mal Heilige Schriften oder Evangeliaren. Damit ist noch nichts getan. Sie fragen, wie kann man das denn tun? Gott immer mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele zu lieben. Wir hören hier von einem, von dem das erfüllt wurde, vom Abt Theodosius und von dem es heißt, es geschieht wohl auf keine andere Weise, als dass die natürlichen Kräfte der Seele sich auf kein anderes der gegenwärtigen Dinge richten, als allein auf die Sehnsucht nach dem Schöpfer. Das klingt so einfach. Aber allein die Sehnsucht nach Gott zur größten Sehnsucht erheben. Das heißt, nichts anderes zu begehren, so sehr, so stark, so vital wie Gott. Wie viel Begehren haben wir in uns nach diesem und jenem, nach Dingen, nach Geschöpflichem? Deshalb sagen die Väter, man muss Tag und Nacht wachsam sein. Vor allen Dingen muss man die Regungen der Gedanken beobachten, wie sie sagen, die Logismoi. Worauf richten sie sich gerade? Wovon werden sie wieder gefangen? Was zieht Aufmerksamkeit auf sich? Und all das zieht die Aufmerksamkeit weg von Gott. Es ist ein sehr kluger Rat. Ob wir uns anschicken, ihn zu befolgen, damit wir das Wort, das wir in Deuteronom gehört haben, das Jesus sich zu eigen macht und es noch einmal verstärkt, das Wort, das so viele Generationen inspiriert hat, wachsam zu sein, ob wir es uns zu eigen machen, damit wir einen kräftigen Glauben bekommen, von dem Jesus heute im Evangelium zu uns spricht,